Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, im Namen von Sportlich Helfen darf ich Sie herzlich zum dritten Benefizkonzert unseres Vereins begrüßen. Keine Angst, also es heißt zwar das dritte Benefizkonzert von Sportlich Helfen, aber wir sind ja nicht selber. Wir kennen viele andere Sachen, aber das sind wir nicht. Und wir wollen ja einen guten Rahmen zum Sinn, haben uns also professionell geholt und kann jetzt versprechen, willkommen hier fürs Hotel bei unserem dritten Benefizkonzert. Ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind. Wenn Sie da sind, können auch wir da sein, dann können auch wir aktiv sein. Ohne Publikum geht es nicht. Vielen Dank fürs Kommen an das Publikum. Ich möchte mich natürlich auch bei ein paar Menschen bedanken, die gefragt haben, wie man sowas organisieren kann. Weil ohne dem geht es nicht. Was ich anfange an einer Schule, beim Gymnasium, das wir bei den Lehrern und vor allem beim Hausmeister, bei Martin, der uns geholfen hat, die Bühne aufzubauen, die Stühle aufzustellen, der auch seit 4 Uhr mit uns da ist und uns hilft freiwillig. Vielen Dank, Martin. Ich glaube, ich würde sagen, Konzert organisieren von denen alle sagen, klar, wir helfen, wir machen mit, wir bauen auf. Das Team hat er schon beschrieben, das ist das mit den weißen Polos, das ist das alle, das ist die sportliche Team, liebe Freunde. Ich danke euch für eure Hilfe. Da hinten sitzen die meisten beim Verkauf. Dann brauche ich natürlich Musik. Und da habe ich bis jetzt wirklich immer Glück gehabt, ich habe immer noch einmal fragen müssen, alle ja gesagt. Dieses Mal ist es der Chor Cantamus aus Straßkirchen. Die Daniela, die habe ich angesprochen und gefragt, wie es ausschaut, ob sie eventuell auch ein Benefizkonzert machen würden. Und sie hat nachgefragt bei ihrem Chor und es ist sofort ein Ja gekommen. Vielen herzlichen Dank für dieses Ja. Das Rote Kreuz hat uns wieder 2 Sanitäter kostenlos zur Verfügung. Die sitzen da hinten, so bringen sie einen Abend ehrenamtlich bei uns. Dankeschön. Und natürlich brauche ich, um ein Konzert zu organisieren, Sponsoren. Sponsoren für die Ausgaben, die wir vorher haben, bevor Spenden reinkommen, brauche ich finanzielle Unterstützung, damit wir die Werbung machen können, damit wir vorher einkaufen können, Brote, Getränke und alles zusammen. Das sind die wichtigsten fast, weil ohne die Sponsoren könnte ich es einfach auch nicht machen. Die möchte ich natürlich jetzt nennen. Und zwar ist die Claudia Schindler, Weinhandel und Lieferservice in Unterdigelbach in Ortenburg. Die Bianca Lindinger, Heilsteine und Meer in Dorfbach, Ortenburg. Der Michael Hasenberger, Inhaber des Restaurants Mühlrad in Passau. Christa Wohl, Kosmos Leben. Heilpraktikerschule Psychotherapie in Neuhaus am Inn, Hans-Peter Samhaber, Systemische Beratung und Familienstellen aus Linz, Stefan Fischer, Metzgerei Freudenstein, Reisefeld in Rußdorf, dann der Benedikt Lohr, Inhaber des Wabene in Passau und Labor Wander in Fürstenzell. Informationen über unsere Sponsoren finden Sie auf unserer Homepage. Damit bin ich fertig mit meinem Dankeschön. Und möchte die Daniela und den Chor auf die Bühne bitten. Yeah.
eingeladen hast, heute zu kommen und für euren Verein zu singen. Wir finden es toll, dass ihr euch so engagiert für Kinder, die gesundheitliche Probleme haben. Und wir sind gern bereit, natürlich diese Sache auch zu unterstützen. Thank you.
Since he touched my heart, I knew.
Thank you.